Let's play FK, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Es geht weiter mit Tomb Raider 2 Reloaded bei Let's Play FK 2013. So, und wir sind natürlich schon sehr gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Und gespannt wie ein Flitzebogen, das ist gut. Gerade eben schon Tomb Raider 2003 gezockt, ja. So, mal das Verhältnis jetzt zu sehen. Gerade eben Tomb Raider 2013 ausgemacht und Tomb Raider 2 gestartet. Ja, das ist ein großer Unterschied, den man wie Tag und Nacht merken darf. Und wir müssen jetzt einmal kurz ein Boot zu Moos fahren und... runter mit dir, Lara. Bom, 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 bom. Oh, wir haben überlebt. Gut, wir leben noch, Freunde, das ist gut. Ich habe vorzeitig aufgehört hier letztes Mal, weil mein Telefon geklingelt hat und da ein wichtiger Anruf eingetrudelt ist. Ja, aber jetzt kann ich euch versprechen, geht es natürlich mit euch weiter, denn ihr seid wichtig. Ihr seid meine Zuschauer, ihr seid Let's Play FK. So, und damit wir natürlich hier an der Stelle auch alles erleben dürfen, weiterkommen dürfen und so weiter, bin ich natürlich jetzt wieder an der Stelle da und mach weiter. Und ja, ich weiß nicht, welches Spiel sollte man nochmal reloaden? Tomb Raider 2013 ist gerade aktiv am Laufen. Da bin ich schon ziemlich weit. Das kann ich schon mal sagen. Das kann ich an dieser Stelle definitiv schon mal ankündigen. Da kommen wir ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das wird irgendwann auch sein Ende haben. Ja, leider wird es sein Ende haben. Und das ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Aber wir müssen. Wir müssen immer weiterkommen, immer weiter laufen und so weiter. Und was auch nochmal an der Stelle wichtig zu erwähnen ist, Resident Evil Revelations im Moment noch aktuell bei Let's Play FK und Resident Evil 4. Diese beiden Geschichten pausieren kurz einen Augenblick, da mir die Tomb Raider-Geschichte, ich sag's euch ehrlich, vom Herzen wichtiger ist. So, Tomb Raider ist mir wichtiger, schon immer gewesen. Und ich glaube, meine Stammzuschauer, die sind meistens alle auch nur wegen Tomb Raider da, die werden mir das echt nicht übel nehmen, dass Resident Evil Revelations und Resident Evil 4 warten müssen und erstmal die Tomb Raider-Teile dran sind. Die sind mir wichtiger, ja, die sind mir wichtiger. Lieber sogar das hier als Reload zu machen, macht mir natürlich sehr viel Spaß. So, und wir haben jetzt etwas vor. Und ich bitte jetzt gleich meine Regie, sich zu mir zu setzen, wenn sie die Zigarette fertig hat. So. Und. Nein! Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Oh, ich bin ja auch... Schade. So, okay. Daran sehen wir, dass das Boot scheiße geparkt ist. Und, egal. Wir versuchen es trotzdem. Das Boot war scheiße geparkt. Das Boot war verdammt scheiße geparkt. So, das Boot war scheiße geparkt, aber das ist alles halb so schlimm. Ihr müsst es immer so sehen, ich habe keine Lust mehr, Medipacks zu verschwenden, bis wir im nächsten Level sind. Und wir haben es geschafft! Wenn es 22 Minuten und 4 Sekunden weiter geht's, Freunde. Alle Secrets founded und wir haben 24 Leute gekillt und 4 Medipacks verbraucht. Okay, das ist natürlich nicht so gut, aber egal, wir behalten es für uns und weiter geht's. Wir sind in Bartolis Versteck, weiter geht's. Schön, dass ihr dabei seid. Eins meiner Lieblingslevel übrigens, das kann ich jetzt hier an der Stelle schon mal behaupten. Jetzt wird's für mich sehr interessant. Ja, jetzt wird's für mich auch persönlich sehr interessant. Begründung ist bei diesem Level, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt so, so super viel zu entdecken, Freunde. Und das wollen wir auch ausnutzen. Das wollen wir ausnutzen. Und wir wollen unseren Spaß haben. Das wollen wir. Und es klingelt an meiner Haustür. Ja, es klingelt an meiner Haustür. Und das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, das wird die kleine Lara sein, Freunde, die jetzt gleich hier meine Wohnung oder mein Studio betritt. So, die betritt jetzt gleich mein Studio und wird dabei sein, Freunde. So, die kleine Lara hat Schulschluss. Ja, Schulschluss. Ja, die geht nur zur Schule. Wer von euch mag Schule? Keiner. So, super. Super, dass keiner von euch Schule mag. Und sterben. So, dankeschön. Wir brauchen diese Mäuse nicht. Nein, wir brauchen sie nicht. Und Fatscha in Kambodscha. So, da ist auch schon die kleine Lara durch die Tür geschritten. Ja, sie ist drinne. Wie eine Königin hat sie sich hier rein bewegt. Ja, sehr edel. Sehr edel, Freunde. Die Tomb Raider Königin 2013. Ah, komm. Sag mal. Du bist ja aus Beton, Meister.
So, und weiter geht's. Der Mann war aus Beton, Freunde. Schön, schön, schön. So, ja, wie gesagt, gerade eben drei schöne dicke Parts. Tomb Raider 2013 aufgenommen, jetzt Tomb Raider 2 in Bartolis Versteck. Ich denke, wir werden hier unseren Spaß noch finden und ich hoffe, ihr werdet euren Spaß hier noch finden. Das wäre natürlich alles sehr, sehr wunderbar und jetzt wird hier erstmal ein bisschen gecleant. So. Ja, du bist. Oh, schon ist hier wieder alles sauber. Das tut mir leid. Das wollte ich gar nicht, Freunde. So schnell wollte ich das hier gar nicht beendet haben. Okay, so. Du hast Munition. Dankeschön, mein Freund. Gute Freunde. So. Nein, wir werden das gute Freunde kann niemand trennen Lied nicht mehr singen. Nein, wir singen jetzt ein anderes Lied. Speedy Gonzales, du tust mir so leid. Nein, natürlich nicht. So, wir sind ja nun nicht scheiße. So. Und wir haben auch schon die Köter ist tot. Wunderbar, Freunde. Hallo, kleine Lara. Wie war die Schule? Gut? Gut, das war ein Daumen hoch. Ja. Obwohl, ich habe immer gesagt, die Schule war scheiße. Aber okay, heutzutage die Generation mag wohl anscheinend die Schule. Ja. Ist wohl die Abwechslung 2013. Und sie ist zur Klassensprecherin gewählt worden. Ja, so ist das. Vertreterin, meine ich. So, Klassensprecher, Vertreterin. Das zeigt natürlich, dass sie in der Schule beliebt ist und nicht gemocht wird oder wie auch immer. Man sollte stolz sein. Ja, und das sind wir auch, Freunde. Wir sind auch stolz. So soll man wirklich sein. Die kleine Lara ist beliebt wie nichts Gutes. So, das ist toll. Nein, das ist nicht toll. Das war jetzt nicht toll und jetzt greif. Dankeschön. So, das ist natürlich immer hier so mein Punkt, den ich hier am wenigsten mag. Und es kommen noch so geile Level. Ich freue mich so. Ich freue mich so, dass ihr A dabei seid, B, dass ihr dabei seid und C, dass ihr dabei seid. Ja, darüber freue ich mich. Und ich freue mich auch, dass Let's Play FK dieses Jahr 1 wird. Uah, Let's Play FK wird dieses Jahr ein Jahr alt. So, Seht ihr, und 3 Jahre war ich beim Hörfunk. 3 Jahre und da haben wir auch gefeiert. Und jetzt geht's wieder zurück zum Hörfunk. Ja, dann kann man wirklich sagen, Freunde, sehr lange Zeit in der Öffentlichkeit, sehr lange Zeit mit irgendwelchen Moderationstakes unterwegs. Irgendwann ist man da auch schon so was von abgehärtet auf diesem Gebiet, dass man da auch wirklich kein Lampenfieber mehr hat. Aber ich habe es immer. Ich habe es immer. Lampenfieber werde ich immer bewahren, immer haben. Und solange man Lampenfieber hat, Freunde, kann ich euch sagen, sind wir hier total falsch. Wir haben etwas ausgelassen. So, solange man Lampenfieber hat, kann es eigentlich nur immer gut sein. Seht ihr, das ist es. Lampenfieber zu haben, bringt einen auch dazu, mal etwas zu vergessen. Wir speichern mal. Wir haben noch gar nicht gesaved. So. Ah nein. Ich bin berührt worden. Seht ihr? Und schon haben wir was Wichtiges vergessen. Denn ohne das kommen wir ja sowieso gar nicht weiter. Und Fackel an. Boah, so. Ohne das kommen wir sowieso nicht weiter. Also, einmal Hebel ziehen. Dankeschön. Und weiter. Ja, so ist das, Freunde. So ist das. So ist das. Ach ja, kleine Empfehlung noch von mir. Schaut doch mal auf dem Kanal Kleine Lara vorbei. Ist bei mir auf dem Kanal unter Empfehlungen, Empfehlungen des Hauses oder beste Empfehlungen oder wie auch immer. Einfach mal raufschauen. Die kleine Lara hat sich mal wieder ordentlich Mühe gegeben. Tomb Raider Anniversary durchgezockt. Ey, Leute, die hat beim Dinosaurier nicht mal 5 Minuten gebraucht. Ja. Ich glaube, 1 Minute oder so, ey. Total, total krank. Total krank, während ich da echt fast 1000 Tode gestorben bin. Ja. Ja, also mal reinschauen so. Ja, also das ist total der Hammer. Dann auch noch Legend, Tomb Raider Legend, wo viele dran verzweifeln, weil da einfach zu viele Gegner sind. Ja, die kleine Lara, nö, die verzweifelt nicht. Nö. Die geht da hin, bum, 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 bum und weg. Ja. Während wir hier, naja gut. Wir sind auch gut, wir sind Let's Play FK und die kleine Lara gehört mit zur Let's Play FK Gruppe. Ja, wir sind eine Gruppe, wir sind eins, wir sind wir und ihr seid ihr. So. Das so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, es macht euch Spaß, immer fleißigst dabei zu sein. Und ich lasse mich jetzt nicht anschießen von da hinten. Darum einmal rüber. Danke und weiter. So, nein, wir lassen uns nicht verarschen. Nein, wir sind Let's Play FK und ihr lasst euch auch nicht verarschen. Also schön dabei bleiben. Schön dabei bleiben. So, nicht abschalten, nicht weglaufen. Nein, das bringt alles nichts. Man könnte natürlich jetzt alles Mögliche gucken. Aber, ey, Leute, also ich gucke ja selber auch Let's Plays, ne? Ehrlich jetzt, ich gucke sehr viel Let's Plays. Und ich habe da so meine Pappenheimer, die ich gucke. Begründung, ich habe mich an die Stimmen gewöhnt. Ja. So, man gewöhnt sich ja auch irgendwo an eine Stimme oder mag eine Stimme besonders gerne und so weiter. Und bei mir ist das Problem, wenn ich dann wieder ein neues Let's Play-Projekt
Das war scheiße. Wenn ich einen neuen Let's Player ausprobiere und die Stimme sagt mir echt nicht zu, da... nee. Da könnte ich gleich glatt weg kotzen. So, gerade eben hatten wir so ein kleines Lagging-Problem. So, vielleicht liegt es daran, weil im Hintergrund irgendwelche Videos rendern. Ja, es rendern Videos im Hintergrund. Das ist ja gut. Ist doch gut. So soll es doch auch sein. So, und wir können hier ein bisschen zur Seite. Speichern, weil das hier ist immer Kacke, Freunde. Das hier ist immer Kacke. Das mag ich nicht. Aber wir haben es geschafft. Seht ihr? Und schon sind wir Profis. Wir sind doch Profis. Wir sind doch Profis auf dem Gebiet. Was beschweren wir uns überhaupt? So. Ja, ja, ist gut. Hallo, wo ist der Hund? Ich höre ihn. Wo? Hi. Da bist du. Ich höre immer Wow. Kennt ihr das noch? Wie macht ein schwuler Hund? Wow. So. Hi. Ah, du hast eine Pistole, du kleiner Macker. So, wenn man so ein bisschen sich so hin und her dreht, trifft er eigentlich so oft. Aber leider hat er mich getroffen. Okay. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Mhm. So, mal speichern. Speichern! Speichern ist mal Lebe. Aha. Mal Destiny. So. Okay, das werden wir jetzt nicht überleben, wenn wir hier nicht clever an die Sache gehen. So, gut, du bist tot. So soll das sein, Freunde. Da muss man immer mal ein bisschen cleverer an dieser Sache gehen. So, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play FK bei Tomb Raider 2, Freunde. Reloaded. Reloaded.